Wissen Sie, ich bin in der Wüste aufgewachsen. Und in der Wüste kannten wir keine Wege. Man läuft auf dem Sand, hinterlässt Spuren auf diesem Sand und diese Spuren sind der Weg. Also man muss sich erstmal bewegen, damit ein Weg entsteht. Diese vorgezeichneten Wege, die waren mir immer suspekt. Dass man weiß, dieser Weg führt zu diesem Ziel. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, was für ein Ziel ich suche. Ich bewege mich und lande irgendwo und schau mal, wie es weitergeht. Aber ich habe keine vorgefertigten Ziele, die ich jetzt durch einen vorbestimmten Weg suchen kann. Ich habe sehr viel getan, um in Freiheit leben zu können. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, hat mir sehr viel gekostet. Ich bin nicht bereit, das wieder aufzugeben, nur weil ich wieder in Gefahr bin oder weil Menschen nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage. أَفَلَا يَعْقِلُونَ Wollen Sie denn nicht verstehen, heißt es im Koran. Und genau das will ich. Ich will verstehen. Ich will nicht glauben, ich will verstehen. Ich will wissen.